vom Rittergut Nöbenitz in Stößen. André, bitte deine Rede. Lieber Eckbert, danke für die Anmoderation. Mensch, mein Rittergut Nöbenitz ist ja nur fast bekannter als ich. Da muss ich ja mal gegenhalten. Liebe Gerscher, liebe Gäste, liebe Landsleute, liebe ehemalige Kompaktzuschauer, ist es nicht der pure Wahnsinn? Hier in Gera hält eine Partei eine Kundgebung, eine Veranstaltung ab, die MLPD, die dem Kommunismus frönt. Also einer Ideologie, die über 100 Millionen Tote auf der Welt schon gefordert hat. Und diese Partei darf ihre Veranstaltung ohne irgendwelche Repressalien durchführen, wie ich gehört habe, mit Speis und Trank. Und hier werden Bürger drangsaliert, die nichts weiter wollen als endlich wieder freiheitliche Demokratie im Lande, die endlich wollen, dass die Diktatoren da oben verschwinden, dass die Scheindemokratie endlich verschwindet, die nichts weiter wollen als für Meinungsfreiheit und für Pressefreiheit einzutreten. Die Leute, ihr werdet hier schikaniert. Und daran sehen wir wieder, dieser Staat ist ein Unrechtsstaat. Die Regierung ist eine Clique von Kriminellen. Da habe ich gerade gehört, dass ein Teilnehmer, ein Kamerad von uns hier vorhin die Schuhe ausziehen musste. Oder von der Polizei verfügt. Er musste wirklich die Schuhe ausziehen und läuft jetzt in Strümpfen herum. Warum? In den Schuhen waren Stahlkappen. Also normalerweise im weitesten Sinne Arbeitsschutzschuhe. Du darfst keine Arbeitsschutzschuhe heute hier tragen, weil das wahrscheinlich auch wieder eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wäre. Angeblich, da haben wir unseren Mitstreiter hier unten. Applaus für ihn, er ist nicht gegangen, er steht weiter seinen Mann mit oder ohne Schuhe. Man kann ja fast ein bisschen drüber lachen, aber es zeigt eben auch, wie verzweifelt das System mittlerweile ist. Und wir alle kennen das ja spätestens seit der Corona-Krise, dass man sich so ein bisschen eingerichtet hat bei der Obrigkeit in dem Modus von Repressalien und Zwangsmaßnahmen. Bei der Corona-Pandemie, der angeblichen Corona-Krise, war es ja so, dass selbst kleine Geburtstagsfeiern verboten waren, dass, das finde ich besonders schmerzlich, Angehörige alleine sterben mussten, ihre letzten Wochen, Tage und Stunden alleine verbringen mussten, niemanden aus der Familie sehen konnten. Ein Riesenunrecht, was damals passierte. Und seit der Corona-Krise, bin ich der Meinung, hat die Obrigkeit irgendwie Blut geleckt. Die merken, wie schön das eigentlich sein kann, wenn man das Volk unterdrücken kann, wenn man wirklich Zwangsmaßnahmen anwendet. Danach ging die Diskussion los zum Thema Parteiverbote, wo natürlich vor allem auch die AfD betroffen sein soll davon. Und vor kurzem haben wir nochmal eine Grenzüberschreitung gehabt. Das haben wir in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gesehen. Es wurde ein riesengroßes alternatives Medienunternehmen verboten. Kompakt wurde verboten und das ist eine riesengroße Schweinerei, liebe Freunde. Vielleicht habt ihr euch damit beschäftigt, was nun eigentlich die Begründung dieses Verbotes, was ja Frau Faeser quasi im Handstreich gemacht hat, war. Es gab kein Gerichtsurteil gegen Kompakt. Es gab überhaupt nichts Greifbares. Und Frau Faeser schwurbelt da etwas rum von wegen Kompakt, hätte gegen Juden gehetzt, hätte gegen ethnische Minderheiten gehetzt. Alles ausgemachter Blödsinn. Kompakt hat den Krieg im Gazastreifen kritisiert. Richtig. Und Kompakt hat auch das Vorgehen der israelischen Regierung kritisiert. Auch richtig. Kompakt hat aber auch darauf hingewiesen, dass es auch in Israel Menschen gibt, die dieses Vorgehen kritisieren. Es war also eine vollkommen neutrale Berichterstattung und kein Hetzen gegen Juden.
und kompakt kritisierte immer, klar und deutlich, die illegale Masseneinwanderung, kritisierte klar und deutlich den Multikulti-Wahn, aber niemals mit irgendeinem ethnischen Bezug. Kompakt hat nie gesagt, der Weiße darf rein, der Schwarze darf nicht rein. Kompakt hat gesagt, wir wollen keine Masseneinwanderung, bitte nach Hause, folgt den Worten von Martin Sellner, wir wollen Remigration! Das heißt unterm Strich, all das, was da wirklich zusammen erfunden wurde, gibt es gar nicht wirklich. Die Gründe liegen doch wo ganz anders. Man hat Angst gehabt vor der Reichweite von Kompakt. Die Obrigkeit hat Angst gehabt vor neutraler Berichterstattung. Und ich will hier nochmal anfügen, Kompakt hat Kritik in alle Richtungen geübt. Kompakt hat auch einige Dinge bei der AfD kritisiert. Konstruktive Kritik wohlgemerkt. Kompakt hat auch mal bei den Freien Sachsen mal was kritisiert. Kompakt hatte natürlich jede Menge Material und Stoff, um die Ampel- oder Hampel-Regierung zu kritisieren. Und das haben wir natürlich am allerliebsten gemacht. In Wahrheit ist es doch so. Das Medienunternehmen, heute verboten, wie ihr wisst, hat Stellung bezogen zu Themen wie dem Ukraine-Konflikt, hat gesagt, keine Waffenlieferung dorthin, wir wollen Frieden in Europa, wir wollen Ausgleich mit Russland, wir wollen ein Ende der Russophobie in Deutschland. Und davor haben diese Kriegshetzer Angst. Und nun habe ich in den letzten Tagen und Wochen mehrmals gehört und gelesen, dass Menschen, auch wenn ich es erstmal verstehe, auch nicht ganz gut heiße, meinten, das wäre ja jetzt schon wieder DDR 2.0. Ich verstehe den Gedanken dahinter, lehne das aber trotzdem ab. Natürlich gab es in der DDR einiges zu bemängeln, denn auch ich bin gelernter DDR-Bürger, wie man so schön sagt. Aber, liebe Freunde, heute ist es 100-mal heuchlerischer. Heute wird dir erzählt, du darfst angeblich alles sagen. Heute wird dir erzählt, wir haben eine freiheitliche Demokratie. Heute wird dir erzählt, es darf keinen Rassismus geben. Und was erleben wir stattdessen? Wir erleben Meinungsdiktat, wir erleben Sprachdiktat, wir erleben Russophobie und wir erleben von früh bis abend Rassismus gegen Deutsche. Und glaubt ihr, so etwas hätte es in der DDR nicht mal ansatzweise gegeben. Also bitte kritisiert gerne die DDR an den Punkten, wo es passt, aber lasst sie bei der Sache jetzt raus. Das hat nichts mit DDR zu tun, das hat noch nicht mal mit altlinker Ideologie zu tun. Was wir heute hier erleben, hat eine völlig neue Qualität. Der Wokismus, will ich mal sagen, als eine völlig neue Form des kollektiven Blödsinns, der ist das Problem in Europa. Und es ist auch mal wieder ein Import aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich lehne solche Westimporte aus tiefstem Herzen ab. Ich will ein freies, neutrales Deutschland und ich will keine weitere transatlantische Bevormundung. Und nun wurde im Zuge des Kompaktverbotes auch Folgendes ausgeführt in dem lieben Jürgen Elsässer, bei dem ich wirklich sagen muss, mittlerweile ein langjähriger Freund und Kamerad von mir. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte hier eine Formulierungen gebracht, wie er möchte dieses Regime beseitigen. Da kann ich nur sagen, das unterstreiche ich ganz dick und fett. Na, selbstverständlich. Die Frage ist nur, was man darunter versteht und was man da hinein oder missinterpretieren will.
böswillig. Natürlich meinen wir damit, dass wir dieses Konstrukt von Volksverrätern dort oben, die keine Politik machen zum Wohle dieses Landes und dieses Volkes, dass all diese abgewählt gehören und zum Teufel gejagt gehören. Das meinen wir damit. Und auch das Kompakt-Sommerfest war selbstverständlich mit dem Kompaktverbot involviert und auch verboten worden. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben es verstanden. Das Kompaktverbot selbst, sind wir der Meinung, steht juristisch auf sehr, sehr tönernen Füßen. Und es gibt ja selbst im, ich möchte mal sagen, systemnahen Medienbereich oder im Altparteienkartell viele, viele Stimmen, die klipp und klar sagen, da ist Nancy Faeser viel zu weit gegangen. Aber wir gehen davon aus, in einem Gerichtsverfahren wird eines Tages auch an dieser Stelle Recht und Gesetz gesprochen. Und das Sommerfest wurde verboten und wir haben gesagt, dann machen wir was anderes, was ganz, ganz anderes. Überhaupt kein Kompakt-Sommerfest, wir machen ein Sommerfest der Pressefreiheit. Und da war wirklich jegliche Presse auch eingeladen. Also es war eine völlig andere Veranstaltung, ein anderes Format. Und trotzdem behauptet man einfach, das wäre eine Ersatzveranstaltung und man müsse das Stornieren verbieten. Der Eckbert hat es vorhin gesagt, um wirklich einen Schaden für die öffentliche Sicherheit abzuwenden. Auch das ist natürlich völliger Blödsinn. Wenn wir mal überlegen, wie viel Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Beamte im Einsatz waren, um das Kompaktverbot durchzusetzen, um das Verbot des Sommerfestes durchzusetzen, um heute Stößen regelrecht zu einer Festung zu machen, dann muss ich sagen, diese Kapazität wäre an anderer Stelle gut einzusetzen. Damit könnte man wirklich dem Mord und Totschlag auf deutschen Straßen begegnen. Und das wäre auch die Pflicht dieser Regierung. Und ich sage es ganz ehrlich, von den, ich weiß nicht, 30, 40 Beamten, die auf meinem Rittergut waren, am besagten Tag des Verbotes, waren nicht wenige dabei, bei denen ich deutlich gespürt habe, dass ihnen die Sache unangenehm ist. Auch dort begreifen die Menschen das, was sie hier per Dienstanweisung ausführen müssen, ist höchst zweifelhaft. Und als ich gesagt habe, ich mache jetzt aber auf meinem Grundstück von dieser Aktion mal Fotos, und bin so fair und sage Ihnen, wer nicht mit aufs Foto will, geht bitte zur Seite. Da stoben die Leute auseinander wie eine Schar von Fliegen. Keiner wollte auf dieses Foto dieser Missetat. Und ich hoffe, Sie schämen sich dafür. Wir haben in diesem Zuge ganz klar auch gesagt, wir können uns schon denken, dass auch ein Pressefest, ein Sommerfest der Pressefreiheit verboten werden wird. Wir haben uns das schon fast gedacht. Aber ganz ehrlich, damit haben die sich doch ein zweites Mal ins Knie geschossen. Jetzt gibt es Schlagzeilen in ganz Deutschland. In allen Medien steht geschrieben, ein Sommerfest der Pressefreiheit wurde verboten. Damit haben Sie sich nackt gemacht, liebe Freunde. Und ich habe im Zuge des Verbotes von Kompakt, im Zuge des Verbotes des Sommerfestes, der Sommerfeste, aber Folgendes gespürt. Und ihr wisst ja, in allem Schlechten gibt es eben auch das Gute, wenn man es wirklich finden will. Ein unheimlicher Drang der Solidarisierung im patriotischen nationalen Lager. Das habe ich so noch nicht erlebt in Deutschland. Und das zeigt mir, wenn es drauf ankommt, stehen wir zusammen, liebe Freunde. Das heißt, lernen wir bitte daraus. Lernen wir daraus.
je mehr die dort oben die Schraube der Repression anziehen, je mehr rücken wir Druck sie machen, je mehr Druck machen wir, bis ihnen ihr eigener Druck zum Hals raushängt. Es heißt also in Zukunft noch viel enger zusammenstehen, parteiübergreifend, lagerübergreifend. Und wenn Frau Faeser kommt und sagt, sie musste mit diesen Verboten die Demokratie schützen, können wir alle nur laut lachen. Eine echte freiheitliche Demokratie braucht keine Parteiverbote. Sie braucht keine Medienverbote, sie braucht keine Meinungsverbote, keine Sprachdiktate. Das, was hier geschützt werden soll, ist eine werte westliche Scheindemokratie. Ich glaube, die, die heute da oben sitzen, wären mit einer freiheitlichen Demokratie vollkommen überfordert mittlerweile. Wir bleiben aber dran, wir bleiben am Ball. Wir wollen diese freiheitliche Demokratie. Wir sagen auch klipp und klar, und ich persönlich sage auch klipp und klar, ich stehe akkurat und absolut zur Pressefreiheit. Und selbst wenn es mal ein Medium treffen sollte, was auf der politisch anderen Seite steht, beispielsweise die Junge Welt, werde ich dafür eintreten, dass die ihren Mist weiter verbreiten dürfen. Das gehört zur Demokratie, liebe Freunde. Jeder Bürger muss die Möglichkeit haben, sich frei zu informieren, seine Meinung zu bilden. Und da gehört eben auch linksextreme Schundliteratur dazu. Ich freue mich aber, sage ich nochmal, dass ich auch im gesamten Spektrum der alternativen Medien, der aufgeklärten Medien, der nicht systemgesteuerten Medien ein unheimliches Gefühl der Solidarität mit dem ehemaligen Kompaktmagazin und vor allem mit dem Ehepaar Elsässer gesehen habe. Man hat wirklich mal das Konkurrenzdenken beiseite geschoben und hat gesagt, jetzt stehen wir zusammen. So muss es sein. Und ich sage euch noch was, wenn eine Obrigkeit zu solchen Mitteln greift, wie wir sie gerade erleben, dann müssen wir nur mal in die Geschichte schauen. Dann war das meist ein Indiz dafür, dass es mit ihnen da oben langsam zu Ende geht. Stehen wir also zusammen und beschleunigen wir das Ende. Vielen Dank. Danke, André Poggenburg. André, bleib mal noch kurz mit hier oben, denn wir wären nicht Poggenburg. Du wärst kein Sachsen-Anhalter, wenn du nicht schon weitere Gedanken in deinem Kopf hast, was wir auf deinem Rittergut demnächst veranstalten können. Und da ist es nicht nur ein Plan, und ich habe gestern Abend mit dem André nochmal alles durchgesprochen. Wir werden, und vor allen Dingen an euch da hinten und an das, was ihr weitermelden müsst, wir werden am 2. November ein Scheunen- und Erntedankfest auf dem Rittergut Nöbeditz von André Poggenburg abhalten. Und ich glaube, das werden Sie uns nicht mehr verbieten können, weil dann müsste ja jedes Fest verboten werden, liebe Freunde. Es ist ein Erntedank, ein Scheunenfest in alter deutscher Tradition. Wir werden schöne Musik haben, wir werden viele Gespräche haben. Anmeldung über die übliche E-Mail-Adresse, die ihr auch jetzt zu diesen Sommerfesten schon gehabt habt. Dort einfach schon mal euch anmelden. 2. November ab ca. Mittag. Die Details schieben wir da noch durch, André. Vielleicht du noch ein paar Worte dazu zu unserem gemeinsamen schönen Fest. Und ich hoffe, viele, viele von euch sind dann mit da. Also wir werden uns das Rittergut Nöbeditz als patriotisches Zentrum wirklich in der Mitte Mitteldeutschlands nicht nehmen lassen, das ist ganz klar. Man möchte mir das gerne verleihen, man möchte euch daran hindern, zu mir zu kommen, sich zu vernetzen. Das werden wir nicht zulassen. Wenn wir 100 Anläufe brauchen, wir werden immer wieder Anlauf nehmen unter Aufbruch, also kontakt@aufbruch20.de. Habt ihr eine Kontaktadresse? Und es werden natürlich wieder alle Größen des Widerstandes eingeladen.
worden sein. Und wenn sie es verbieten wollen, werden wir dort klagen. Wir werden vorbereitet sein. Und der Eckbert hat es richtig gesagt. Wenn sie sogar jetzt ein Scheunenfest verbieten wollen, dann finden sie gar kein Ende mehr. Und dann werden wir beim übernächsten Mal 100 Feste gleichzeitig anmelden, damit sie sich verzetteln und vertun. Liebe Freunde, bis zum 2. November. Danke, André Tomburg, liebe Freunde.